Neue Folge von Stellaris. Hallo Basti. Hallo. Schön, dass es dir noch gut geht und du nicht gedemütigt wurdest von deinen Nachbarn. Von diesem gefallenen Scheißreich, was da neben mir ist. Naja, letzte Folge war nicht so erfolgreich, diese Folge wird besser. Ich habe mir überlegt, ich möchte diese Folge wieder mal einen Planeten besiedeln und meine Flotte wieder aufbauen. Das sind die Ziele. Und ich habe schon gerade in der Pause Basti ausgegeben als Ziel, ich möchte über kurz oder lang irgendwann diese Nachbarn fertig machen. Dieses gefallene Reich. Viel Spaß. Ja, ich weiß. Es wird furchtbar. Vor allem, wenn sie dann noch erwachen, dann wird es umso lustiger. Ja, fuck it. Wird schon nicht passieren. Nee, genau. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Wird schon nicht passieren. Nun. Achso, ich habe ja gar keine. Ich habe ja gar keinen Raumhafen mehr, wollte gerade sagen. Scheiße. Ich kann gar keine Raumschiffe bauen. Guter Plan, Dennis. Guter Plan. Bau mal Raumschiffe ohne Hafen. Ja. Blöd. Riesige. Achso, das sind diese komischen Schattenflächen, wirbelnde Schatten auf dem Planeten. Plus 6 Forschung. Cool. Hab wieder so ein Projekt abgeschlossen. Beschaffung von Alien, gigantisches Skelett. Wo ist denn das? Wo ist denn das Skelett? Was brauche ich denn da? Ein Wissenschaftler 3 oder höher. Das sollten wir doch hinkriegen. Ach, da oben. Ah, ich kann wieder. Oh, ich kann meine Vorherrschaftsdoktrin abschließen. Cool. Einigkeitsleistung wird pro benachbarten Rivalen um 10% erhöht. Das ist okay. Ich habe benachbarte Rivalen. Zack. Tradition angenommen. Schick. Oh, ich baue meinen ersten Außenposten. Ich habe einen verfügbaren Aufstiegsvorteil. Aufstiegsvorteile sind spezielle Boni, die sich unser Reich durch Abschluss eines Traditionsbaums verschaffen kann. So, oh, jetzt kann ich mir was aussuchen. Okay. Interstellare Herrschaft. Unser Platz in Sternen ist gesichert und unnachfechtbar. Das gilt für die Grenzen unserer Nation. Was bedeutet das? Grenzreichweite plus 25%. Oh, das finde ich gut. Forschungsgeschwindigkeit plus 10% ist auch geil. Regierungsethik, Anziehung, Einigkeit erhöhen, brauche ich eigentlich nicht wirklich. Beherrschung der Natur. Wir beherrschen die Natur auf unserer Heimatwelt schon lange, aber jetzt machen wir uns auch den Rest der Galaxie untertan. Schaltet Fähigkeit frei, die meisten Feldblocker zu entfernen. Cool, dann muss ich das nicht mehr erforschen. Das ist natürlich auch praktisch, dass man alle Wüsten und Berge und so entfernen kann, ohne dass man es erforschen muss. Boah, ich kann 5 Kernsektorsysteme mehr haben, als ich jetzt habe. Das ist auch geil. Oh Mann, die sind alle geil, diese Aufstiegsdinger. Krass. Wie soll man sich denn da entscheiden? Oh, fuck, ey. Aber Forschungsgeschwindigkeit plus 10% bringt mir wahrscheinlich auf Dauer am meisten. Ich nehme das jetzt. Ich glaube, das ist auf Dauer am sinnvollsten. Oder auf längere Sicht. So, dann muss ich mir überlegen, was ich als nächstes an Dings nehme. Ah, jetzt kann ich Zerstörer bauen. Cool. So, jetzt noch Keramikpanzerung hier, genau. Sehr gut. Ja, siehst du, das ist doch schon mal der erste kleine Erfolg. Das ist doch gut. So. Kleine Erfolge sind immer gut. Ja, genau. Besser als große Misserfolge. So, mein Raumhafen ist gleich große fertig. Große Misserfolge. So, Schuldige, ich habe gerade nicht aufgepasst. Was hattest du eben gesagt vor 2 Minuten? Du hast was fertig bekommen? Oder gemacht? Hä? Wie? Was? Egal, habe ich schon wieder vergessen. Okay, alles gut. War nicht wichtig. Dann baue ich jetzt ein Kolonieschiff, danach einen Raumhafen Stufe 2 und dann Stufe 3 und so weiter und so fort. Ach, jetzt weiß ich. Ich baue gerade den ersten Außenposten. Ah, sehr gut. Außenposten, wichtig. Das ist gut. Ich habe jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4 Planeten, 5 Planeten, die ich besiedeln könnte, aber ich habe Angst, dass das gefallene Reich mich kaputt macht. Ah, Mist. Mist, die Kacker. Aber woher soll ich das denn auch wissen, dass die nicht wollen, dass ich da siedle? Das müssen die mir doch vorher sagen. Ich habe ja das gefallene Reich noch gar nicht entdeckt gehabt, als ich da gesiedelt habe. Ja. So eine Gemeinheit. Erforschen, ermöglicht den Abbau davon. Flottenkapazität plus 10%, das ist gut, das erforschen wir. Alles, was mir militärisch zugutekommt, wird sofort weg erforscht.
Ich sollte vielleicht auch mal einen Außenposten bauen, aber eigentlich ist es gerade noch nicht nötig. Noch nicht so richtig. Wobei ich doch... Doch, ich mach das jetzt. Weil die Typen südlich von mir... Jetzt höre ich mich ein bisschen doppelt, Basti, übrigens. Aber... Okay. Ja, ich weiß nicht. Ist aber nicht schlimm, ist nur ganz leise. Die Typen südlich von mir, die breiten sich hier gerade schon so ein bisschen fies aus und das will ich mal einschränken. Ich baue mal einen Außenposten. So. Forschung, Solarkollektoren habe ich gleich. Wie sieht's aus mit meiner Raumstation? Ne, Kolonieschiff baue ich ja erst. Quatsch. Oh, minus 4 Nahrung. Das ist aber überhaupt nicht gut. Brauchen wir mehr Nahrung? Wieso haben wir so wenig Nahrung auf dem Planeten? Hydrokultur, bitte. Und bevor ich es vergesse, baue ich gleich noch Bergbaunetzwerke da, auch wenn ich sie gerade nicht brauche. Habe ich hier noch genug Nahrung? Ja, plus 1 ist aber auch nicht so viel. Da geht doch noch mehr. Dann bauen wir da vielleicht noch eine Hydrokulturfarm. Und ein Forschungslabor. Was habe ich abgeschlossen? Neue Technologie, Physik. Dann können wir synchronisierte Verteidigung. Blablabla. Steigerung der Effizienz. Erkundungsgeschwindigkeit. Wächterpunktverteidigung. Ne, machen wir erstmal das. Effizienz ist immer gut. Der Exilant. Gründung durch die Außenposten ist von einem einzigen tyxischen Wissenschaftler und seinem Team bemannt. Ihre Forschungsarbeit ist ziemlich talentiert und fleißig, bla bla. Sie haben Interesse bekundet, nach Savik zurückzukehren. Die Bedingung dafür, kein tyxisches Schiff jemals hier zurückkehren wird. Der Vikar ist den Exilanten wieder in sein Volk. Der Exilant wird dem Anführerpool hinzugefügt. Es interessiert mich jetzt allerdings schon, was das für ein Typ ist. Aber ist das ein System, was ich haben will? Weiß ich nicht. Warte mal. Was soll ich machen? Sie haben... die Bedingung dafür ist, dass die TS Ponfar sofort verlässt und kein tyxisches Schiff jemals hierher zurückkehren wird. Aber das System ist relativ mittelmäßig wertvoll. Schade drum. Aber ich will den Typen haben. Ich will den Exilanten haben. Wir wissen, was das für ein Typ ist. Das ist ein Forscher. Okay. Entdeckungschance Anomalien plus 10%. Cool. Cool, cool, cool. Okay. Haben wieder was Cooles erlebt. Ein Exilantenwissenschaftler. Naja, was es alles gibt. Ein Kolonieschiff. So, jetzt können wir hier mal wieder was kolonieren. Dann nehmen wir doch das hier hinten. Da gibt es sogar immerhin eine schicke Wüstenwelt. Die besiedeln wir dann mal. Wo ist sie? Da vorne. Planet kolonisieren. Zack. Ich hoffe, dass ich das wenigstens darf. Feindflotte in der Nähe. Was? Achso, Alienschiffe. Ah, okay, die ich noch nicht identifiziert habe. Alles klar. Alles klar. Dann können wir die ja vielleicht mal erforschen. 4 Monate dauert das. Das machen wir doch jetzt einfach mal. So. Dann gucken wir uns das System an. Wie groß ist mittlerweile die Nachbarflotte? 600. 600, das geht ja noch. Oh. Oh, mein Außenposten ist fertig. Damit ist mein Reich dann doch nochmal ein bisschen größer geworden. Und mit ein bisschen meine ich fast doppelt so groß wie vorher durch einen Außenposten. Das war ein gut gebauter Außenposten. Kann man schon mal machen. Gouverneur erlangt Eigenschaft. Error. Ist ja eine tolle Eigenschaft. Mensch. Wahnsinn. Diese Eigenschaften sind richtig gut, muss ich echt. Also. Error-Eigenschaften haben wir's. Error. So, du wächst mal bitte da, weil dann kriegen wir ein bisschen mehr Nahrung dazu. Dann bauen wir mal die Labore aus.
zu einem Physiklabor. Physik habe ich am wenigsten, genau, dann sollte ich das machen. Physiklabor. Und da bauen wir auch noch ein Physiklabor drauf. Jemand hat schon lange Zeit ein Frachtmodul, bla 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 bla. 250 Credits, alles klar, nehme ich mit. Weltraumwolken, lasst uns... Will ich da ein Kolonieschiff hinbauen? Wieso, was überlegst du, ob du da kolonisieren willst, einen Planeten? Ja, das ist so weit weg. Ich habe gerade auch einen Planeten kolonisiert, der halt echt krass weit weg ist. Also bestimmt drei Systeme oder vier dazwischen. Aber da brauche ich jetzt... Achso, du hast... Okay, viel weiter weg. Nehme ich an. Ja, sieben Systeme. Okay, sieben ist dann doch ganz schön viel. Aber es ist der einzige, der mir... Das ist der, der mir auch noch am nächsten Netz aktuell ist. Ja, dann nimm ihn. Dann nimm ihn und verbinde es vielleicht noch mit einem Außenposten. Och, Weltraumwale, wie schön. Weltraumwale machen Spaß. So, hier alles ausbauen. Ich weiß, welche ich gerne mir... Untertan machen will. Wer wen? Das Empire of Beef. Das Empire of Beef. Mit denen willst du Beef haben, das ist vielleicht unklug. Ja, aber dafür brauche ich erstmal bessere Schiffe. Aber ganz ehrlich, wie geil ist es, wenn du eine krass militärische, xenophobe Spezies spielst und die dann Empire of Beef nennst und Beef dann wie den Streit, also Beef schreibst. Empire of Beef, der will immer Beef haben, Alter. Ich find's geil. Ich fände es richtig gut. Oh Mann, das kostet richtig was. Nächste Forschung fertig. Ach du Schande. M&M? Lecker. Nehmen wir das. Achso, ich habe ja wieder neue Sachen erforscht. Moment mal. Schiffsdesigner. Keramikforschung. Weltraumtorpedos. Machen wir erstmal die Forschungsoptionen weiter, damit ich mehr Forschung habe. Speichern. Das soll ja hier alles auch ein bisschen schneller gehen. Bisschen aufrüsten. Bauen. Komet. Genau, der ist gleich fertig. Werde ich gerade angeschrieben. Da muss ich leider mal Nein, danke sagen. Sorry. So, was ist noch? Ich habe noch was. Flottenkapazität erhöht. Armee verbessern, auch gut. Ne, machen wir erstmal die Forschungssachen, wie ich eben gesagt habe. Erstmal die Forschungsdinger weiter. So, wo ist jetzt das Forschungsschiff? Kann ja dann mal das System erkunden. Ah, guck mal, und jetzt kaum ist, hat es ein bisschen gedauert zwar, aber jetzt sind ist das weit entfernte System schon zusammengewachsen mit meinem Reich, so durch so einen ganz schmalen Korridor. Also das ging dann doch relativ lux. Finde ich gut. Es geht sogar relativ schnell. Krass. Wächst gerade noch weiter zusammen. Oh Mist, jetzt habe ich ja dann schon zu viele Kernwelten, ne? Ich darf ja nur drei haben. Voll scheiße. So, ich brauche auch auf jeden Fall mehr Energie. Ich habe minus 4, das ist nicht gut. Minus 4 Energie, da muss doch noch mehr gehen. Und zu viele Kernwelten. Sehr schön. Minus 10% ich habe keinen monatlichen Zugewinn mehr von Einfluss. Dafür, dass ich mal 4 hatte, ist das echt wenig. Null. Okay, aber die Welt muss ich ja jetzt erstmal manuell besiedeln hier, das bringt ja sonst nichts. Die neue Welt. Bauen wir erstmal ein paar Hydrokulturfarmen, das ist glaube ich ganz sinnvoll. Was habe ich? Brachium, abgeschleppter Asteroid, blablabla. Mineralien abgebaut, aha, da gibt es Forschung zusätzliche, ist auch gut. Sehr gut. Wo ist mein anderes Forschungsschiff? Da vorne. Das kann jetzt hier gar nichts mehr erforschen, weil ich nicht weiterkomme mit meinen Dingens. Sprungdingern. Na gut, dann erforsche ich jetzt erstmal die Anomalien, die ich entdeckt habe. Projekt erforschen. Genau.
Und das Projekt kann er nicht erforschen? Warte mal. Das finde ich jetzt komisch. Ach, der Wissenschaftler muss 5 haben. Okay. Krass. Damit kann ich nicht dienen. Na gut. Mann, ich krieg -6 Energie. Ist das schön. Ah, ich bin jetzt schon wieder bei +1, Gott sei Dank. -7, oh. Das wird ja immer besser. So, ich mach noch Solarkollektor-Netzwerk, damit ich noch mehr Energie bekomme, weil +1 finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so berauschend. Ich guck mal ganz kurz. Ich hatte doch vorhin irgendwo, but where, irgendwo habe ich doch Dingens, wie heißt das? Erlassen. Auf meiner Heimatwelt? War das da? Wo habe ich denn Erlassen? Erlassis. Ich habe Lambda-Aliens getroffen, okay. Ach, richtig, und Erlasse, genau. Da kann ich ja mal die Forschungsgeschwindigkeit Ingenieure verringern wir mal. Und Energie, ja, ist mir jetzt egal, aber ich brauche jetzt wieder mehr Einfluss. Ah, und schon kriege ich 2 Einfluss mehr. Das ist doch schon gut. Ingenieurlabore fertig erforscht. Zerstörerwerft. Das dauert relativ lange, aber es dauert alles lange, also. Egal. So. Raumhafenausbau. Genau, und dann kann ich nämlich nächste Folge, kann ich dann Zerstörer bauen. Boah! Dann baue ich meine Flotte auf und dann kann ich über kurz oder lange hier meine südlichen Nachbarn besiegen. Die haben übrigens mittlerweile schon eine 700er Flotte. Das heißt, umso länger ich warte, desto scheißiger wird das. Also sollte ich möglichst bald mal die angreifen. Und ja, scheißig ist ein Wort, das ich jetzt häufiger benutzen möchte. Denn der Anfang dieser Partie war ganz schön scheißig. Ja. Coole Schattenspiele entdeckt. Schön. Gut für euch. So, aber würde ich sagen, wir machen Päuschen. Haben uns jetzt hier wieder ein bisschen erholt. Ich habe mich ganz schön ausgebreitet. Bin jetzt ein richtig großer Orangutan. Ach nee! Was passiert? Kriegserklärung. Nein, nicht schon wieder. Ach Gott. Das muss doch nicht sein. Empire of Beef. Das Empire of Beef. Oh. Und ich hab deine Seesterne von letztem Mal getroffen. Oh Mann. Niedlich. Das Empire of Beef. Was wollen die denn haben? Alle meine Planeten. Und sind die stark genug, dass sie sich das holen können? Ja, aktuell ja. Das ist schlecht. Ich kann dir auch nicht helfen. Ich bin sehr weit weg und habe keine Flotte. Das ist jetzt schlecht gelaufen, würde ich sagen. Ach Mist. Ich baue Schiffe. So. Bauschiffe, ja. 18 Monate, bis ich zerstöre. Na gut, dann sehen wir nächste Folge, ob du dann noch lebst. Bis dann, Leute. Ciao.